Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Und irgendwie sind die Grafiken erst sehr spät nachgeladen, aber egal. Was bist du denn da? Ah, Yusek. Ich bin schon mal zum Auge geflogen. Denn da wollen wir hin. Die Schiffe werden auch immer stärker, ne? Problem ist, dass wir keinen Begleiter haben, deswegen muss ich leider diese Mission jetzt sofort machen. Ich wollte eigentlich zur Crimson Fleet, aber ach du heilige Scheiße, hier sind ja super viele Leute. Ich richte neue Software ein. Checkst du sie auf dem Computer da? Ja. Link an die Loge, Erfolg, fantastisch. Das nenne ich perfekt. Für den Datenaufbau. Perfekt. Ich will ihn aber weiter als Mitglied haben. Hilfst du? Schnapp dir kurz einen Schraubenschlüssel. Das sollte wohl nicht passieren. Fragst du Wladimir deswegen? Oh. Zu viele Kniebeugen. Habt ihr falsch verkabelt? Die Station muckt auf. Ist schlimmer, als ich dachte. Ein paar der neuen Teile mucken auf. Das wird eine Weile dauern. Ich habe bei der Bestellung der Teile zu wenig auf Kompatibilität geachtet. Ich bleibe hier, bis es repariert ist. Verschone dein Haupt von Asche. Helfen kannst du aber gerne. Während wir hier mit der Augenoperation beschäftigt sind, will ich dir noch wegen was anderem das Ohr spitzen. Voll Sarah. Ganz ruhig jetzt, okay? Ich dachte, hier sind noch mehr Leute. Hä? Sind sie ja gar nicht. Ich wollte mit dir sprechen. Die Technologie der Sternenblüter ist unglaublich. Sie ist vollkommen unbegreiflich. Natürlich nicht. Hätte es schon jemals eine solch monumentale Begegnung gegeben, wüsste die Constellation alles darüber. Das versichere ich dir. Okay. Ja, das mag wohl sein. Aber kannst du mir das verdenken? Dir ist klar, wie bedeutend diese Begegnung ist, oder? Ja, vielleicht. Die Menschheit hatte erstmals Kontakt zu einer mutmaßlichen Alien-Spezies. Mutmaßlich. Einer Spezies, deren Technologie der unseren weit überlegen ist. Wir könnten so viel von ihnen lernen. Ihrem Verhalten nach zu urteilen, wohl eher nicht. Wenn wir etwas von den Sternenblütern lernen wollen, müssen wir die Initiative ergreifen. Angst würde ich nicht sagen. Ich gehe das Ganze nur mit einer gesunden Vorsicht an. Es kann kein Zufall sein, dass die Sternenblüter nach deinem Erlebnis in diesem Tempel aufgetaucht sind. Wir wissen, dass sie wegen der Artefakte hier sind. Aber was ist ihre wahre Motivation? Was verschweigen sie uns? Das hoffe ich auch. Aber es klang nicht, als wären sie bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Verdammt! Wir wissen zu wenig über die Sternenblüter. Welcher Spezies sie angehören, woher sie kommen, wieso sie unsere Sprache sprechen. Ich komme mir vor wie ein Kadett am ersten Tag auf einem Raumschiff. Ich habe endlos viele Fragen. Ich hätte auch das hier gesagt. Nein, sie sind keine Zeitreisenden.
Die Theorie ist wissenschaftlich gesehen einfach unhaltbar. Allein ihr Name, Sternenblüter. Darin steckt gewiss eine verborgene Bedeutung. Etwas Altes. Vielleicht sogar etwas Uraltes. Wie dem auch sei. Ich kann dir versichern, dass die Constellation diesem Mysterium auf den Grund gehen wird. Ganz genau. Wir müssen alle Mittel einsetzen, um mehr über die Sternenblüter und ihre Verbindung zu den Artefakten in Erfahrung zu bringen. Ich unterstütze. Danke. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Weißt du, was komisch ist? Als kleines Mädchen lag ich immer auf dem Boden und habe zu den Sternen hinaufgesehen. Ich war überzeugt, sie bergen ein Geheimnis. Stundenlang lag ich stumm da, habe gelauscht, darauf gewartet, dass mir das Geheimnis ins Ohr geflüstert wird. Diese Begegnung mit den Sternenblütern ist dieser Augenblick. Die Sterne flüstern endlich und ich muss hören, was sie sagen. Aha. Ja, mit Sarah dürfen wir das. Ich fühle mich zwar geschmeichelt, dass du so über mich denkst, aber das ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort für so etwas. Och, Mann. Also dann, ich habe deine wertvolle Zeit lang genug vergeudet. Meine wertvolle Zeit? Wenn du diesen Sternenblütern noch einmal begegnest, sei vorsichtig. Ich würde ungern eines der wertvollsten Mitglieder der Constellation verlieren. Ey, warum bin ich jetzt das wertvollste Mitglied? Hallo? Oder eins der wertvollsten? Aber... Ich hab's nie bereut, aus dem Ruhestand gekommen zu sein. Die Constellation hält mich durch Rechtschaffenheit jung. Ich will niemanden beunruhigen, aber wir haben noch mehr Konkurrenz. Kein Sternenblut. Captain Petrov, befehligt einen Schrottsammler namens Skow, ist ein echtes Kuriositätenkabinett. Und er hat ein neues Stück in seiner Sammlung. Aha. Hab ihn kontaktiert, um ihm einen ehrlichen Tausch anzubieten. Aber er meinte, dieser Stein sei unverkäuflich. Für diesen Job müssen wir wohl mit der Brechstange ran. Ich war früher selbst ein Freibeuter, glaub mir. Aber da er sich fest daran klammert, sehe ich keinen anderen Weg. Ich schick dich nicht alleine auf Raubzug. Barrett kommt mit. Ihr beide werdet eng zusammenarbeiten. Bereite dich also gut vor. Ja, gib mir Barrett. Wenn du fortfährst. Drück das Glück da draußen. Wo denn? Gibt's einen Knopf? Wir sind mit dem Auge erstmal eine Weile beschäftigt. Reden wir ein andermal. Aber es ist gut, dass Barrett jetzt da ist, weil ich wollte ja eh einen Begleiter haben, deswegen passt das. Und er ist ja ein guter Begleiter. Ich kann nicht wegreisen, solange ich angedockt bin, ne? Ja, gut. Abdocken. So. Man könnte jetzt ne, dieses Dings machen, aber ich will das eigentlich gar nicht machen. Ich will jetzt eigentlich das hier machen. Oder das hier. Das normal hier auch? Willkommen zurück, Agent. Dockingschleuse 1 ist bereit. UC Vigilance Level 100! Okay, das Ding ist, glaube ich, ein bisschen krass. Wir haben es einfach gerade gerammt. Ist doch schön, oder? Können wir auch später so ein Riesenschiff fliegen? Alter, das wäre voll geil. Ein Riesenschiff mit Autokanonen, die uns dann den Arsch decken oder so. Weil wir uns da nicht so gut wenden können.
Dann haben wir einfach so ein Autokanonenschiff, was einfach alles wegradiert. Das wäre so geil. Aber es ist gut. Barrett ist jetzt fester Begleiter. Das ist sehr, 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 sehr schön. Das heißt, kein anderer Begleiter kann sich mir anschließen. Howdy. Alles sehr technisch hier. Ja. Aber ich liebe diese Screens und so, ne? Ich finde sowas richtig geil. Hi. Was Neues zu berichten? Ich habe Beweise für dich. Gut gemacht. Dann zeig mal her. Unglaublich, dass all diese Märchen über Cricks Vermächtnis nur auf ein Gerücht zurückgehen, das Jasper Cricks im Knast aufschnappte. Das zeigt nur, wie ein winziges Gerücht zu einem riesengroßen Märchen werden kann. Hast du noch mehr? Unfassbar. Einige der UC-Wächter im Schloss haben den Aufstand also mit angezettelt. Obwohl ihn alle für ein kriminelles Genie halten, brauchte selbst der große Jasper Cricks Hilfe beim Gefängnisausbruch. Sonst noch etwas? Du hast recht, aber das war unmöglich nur eine Person. Es ist zu aufwendig, diese Teile zu transportieren. Sehr gut, jetzt haben wir diese ganzen scheiß Data-Slates mal weg. Durant sollte sich ab jetzt lieber anderswo nach Teilen umsehen. War's das? Was hat es also geschafft, sich direkt mit dem Mainframe des Schlüssels zu verbinden? Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Ahnung von Computern hat. Wir schicken diese Infos an die Galbank. Hoffentlich können sie so ihre Kryptowährungen besser schützen. Hast du noch was? In Ordnung. So. Wir sind da, wenn du uns brauchst. Ja, einfach mal 12.000 Mann bekommen und endlich diese scheiß Data Slates weg. Oh, die sind ja gebindet worden. Das Ding habe ich übrigens in Neon City gekauft. Bei irgendeinem Händler habe ich das gekauft tatsächlich. Kostet 1.800 oder so. Oder kostet es 2.400? Ich weiß gar nicht. Aber endlich sind diese blöden Dinger weg, ey. Das ist echt gut. So, dann haben wir das nämlich auch endlich mal gemacht. Und ich will das machen. Ich will endlich mit der Crimson Fleet tatsächlich weitermachen. Weil das doch schon ganz spannend ist. Boah, sieht das geil aus. Alter. Ist das riesig. Boah. Das sieht so geil aus. Das ist ein Gasplanet, ne? Hätte ich jetzt geschätzt, weil, ja, Analysedaten hinzugefügt, danke. Siren of the Stars. Du bist die Siren of the Stars? Hä? Habe ich nicht gerade R gedrückt zum Andocken? Erstmal aufstehen einfach. So. Andocken. Boah, sieht das geil aus, Alter. Ich muss davon gleich einen Screenshot machen. Das sah so geil aus. Ah, alles zum Klauen natürlich. Gibt's hier vielleicht? Irgendwas ist hier komisch. Sprich mit Zhengwei Kokolov. Hi. Tiefensucherhelm. Der ist zum Stehlen leider. Schade. Navigator. Nochmal Navigator. Trident. Wird doch Zeit, dass du auftauchst. Also gut, ich will wissen, was los ist.
Ich versuche seit, mal überlegen, seit 3 Jahren Delgado auf mich aufmerksam zu machen und ernte nur totale Funkstille. Und als Neva und ich gerade ein großes Ding drehen wollen, befiehlt Delgado mir ganz plötzlich, dir zu helfen. Weil man einen Sieg nur dann einfahren kann, wenn man überhaupt mitspielt. Schlimmstenfalls schaffe ich es nicht in die Fleet, bin aber ein paar tausend Credits reicher. Das ist doch fast schon eine Win-Win-Situation, oder? Ach so, ja. Klar, natürlich. Ja, natürlich. Ist natürlich möglich. Ich verfolge nur deine ganzen Befehle. Ja, ich dachte mir, dass du so etwas sagst. Du gehörst zu Delgados loyaler kleiner Armee, ja? Schön, wie du willst. Ja, also, loyal. Also, in Navers Nachricht hieß es, du bist wegen Dombrowski hier. Ja. Hat sie dich wirklich nur dafür geschickt? Oder sollst du vielleicht auch was stehlen? Erdenretterpreis stellen? Ach stimmt, die hat uns ja gefragt, dass wir... Spiel keine Spielchen mit mir. Eine Nachricht zum Schlüssel und zurück zu pingen dauert länger, als wir für den Job Zeit haben, das weißt du. Wir sollen bei diesem Job in allen Aspekten zusammenarbeiten. Also sagst du mir, warum du noch hier bist oder nicht? Eigentlich würde ich das gerne für mich behalten, weil ich habe eigentlich, also ich will ja mich einschleimen bei denen, ne? Das ist ja mein Target eigentlich. Ich will ja eigentlich mich nur einschleimen bei denen. Das ist ja das Hauptziel eigentlich. Und deswegen behalte ich es lieber für mich. Wie du willst. Du hast ja offenbar alles unter Kontrolle. Ja. Warum nimmst du überhaupt jemanden vom Girlbank Management ins Visier? Das passt nicht ins übliche Beuteschema der Fleet. Handelsschiffe, Transporter, Versorgungskonvois, Mining-Siedlungen, sowas eben. Aha. Aber es mit einer Megacorp aufzunehmen, ist eine große Sache. Von sowas hat die Crimson Fleet bisher die Finger gelassen. Entweder ist Delgado verzweifelt, oder die Sache ist nur die Vorbereitung auf ein noch größeres Ding. Du bist erstmal vorsichtig, ja? Okay, ist dein gutes Recht. Aber eins muss klar sein. Wenn ich meinen Hals riskiere, indem ich dich an Dombrowski ranbringe, will ich dafür auch was haben. Willst du Credits? Eine Umarmung? Nicht für Delgado sprechen. Du beleidigst meine Intelligenz. Delgado würde dich nicht extra herschicken. Aber ich sag dir was. Ich mache es extrem günstig für dich. Aha. Ich will kein Geld. Ich will wieder in die Crimson Fleet. Ganz einfach. So, aber die Entscheidung trifft er. Klar, aber wer gibt sich schon mit einer einmaligen Zahlung zufrieden? Weißt du, wenn ich wieder bei der Fleet bin, habe ich Zugang zu Shinya Foss. Und das ist gleichbedeutend mit einem endlosen Strom an Credits. Ich hoffe es für dich, sonst müsst ihr euch einen anderen Galbank-Manager suchen. Oh, schade. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Mach einfach, was man dir sagt. Tja, gehe ich jetzt das Risiko ein, auf Crimson Fleet zu drücken? Und zu sagen, yo, ich bin wirklich bei der Fleet? Oder gehe ich auf das... Und vielleicht checkt er ja auch, hä, der verhält sich aber nicht wie ein normaler Fleet. Ne... Weißt du?
nicht, dass er auf diese Schiene geht und dann irgendwie noch dahinter kommt, dass wir gar nicht wirklich dazugehören. Klingt ja sehr aussichtsreich. Aber ein besseres Angebot werde ich wohl nicht kriegen. Also, einverstanden. Dombrowski ist ein echter Fulltimer auf der Siren of the Stars. Der ist deutlich öfter auf Kreuzfahrt als im Büro. Zum Glück findet auf der Siren die Wohltätigkeitsgala der Gesellschaft zum Erhalt der Erde statt. Aha. Da will Larry natürlich mit seinem VIP-Status angeben. Um zu kriegen, was du willst, musst du auf die Gala gehen und mit den anderen Philanthropen reden, um etwas Nützliches herauszukriegen. Das ist mein Stichwort. Beiseite, Sterbliche. Barrett ist da. Cool. Ach ja, Glück gehabt. Abendgarderobe ist nicht nötig. Mit dieser Karte kommst du in den Sternensaal. Wenn du Hilfe brauchst, ich relaxe oben in einem Lounge-Bereich. Misch dich unter die Leute. Diesen Dombrowski kann keiner ausstehen. Also verraten sie dir sicher gerne seine schmutzigen Geheimnisse. Er ist ein echter VIP unter den Managern. Also hat er entweder richtig geschuftet und sich mit Blut, Schweiß und Tränen mühsam hochgearbeitet, oder er hat gelogen, betrogen, gedrängelt und andere geopfert, um die Karriereleiter aufzusteigen. Und was man so hört, war es exakt so. Dann musst du über deinen Schatten. Ach, eine Sache noch. Trident rüstet seine Starliner mit hochmodernen Systemen zur akustischen Gefahrenerkennung aus. Wenn du also die Geduld verlierst und alle an Bord tötest, wird die Security alarmiert und die Kacke ist am Dampfen. Aber damit solltest du für den Anfang genug wissen. Viel Glück. Oh, jede Menge sogar. Ich verfolge diese Schönheit seit Monaten. Neva und ich haben zusammen an einer... Hey, Moment mal. Hat sie etwa dich alleine auf den Preis angesetzt? Ach ja? Und es ist wohl auch reiner Zufall, dass du mich genau nach dem Ding fragst, das Neva und ich zusammen stehlen wollten. Unglaublich, dass sie mich übergehen will. Ohne mich wäre der Preis überhaupt gar nicht auf diesem Schiff. Sie hat dir gesagt, dass du mir damit drohen sollst, oder? Diese Hexe. Schön, ich helfe dir. Aber du machst die Laufarbeit. Und ich kriege trotzdem meinen Anteil. Also, wie steht es um deinen Plan? Okay. Dann sage ich dir, wer für den Preis zuständig ist. Sie heißt Sheila Holbrook. Du findest sie vermutlich im Sternensaal. Ich versuche aus ihr rauszukriegen, wo der Preis versteckt ist. Dann sehen wir weiter. Und falls du vorhast, die arme Miss Holbrook umzunieten, denk daran, dass bei einem Schuss sofort der Alarm ausgelöst wird. Ach, hey, Cat, mach einen Bogen. Können wir kurz reden? Bei der Gala. In letzter Zeit denke ich viel an meine Anfänge bei der Constellation. Aus reiner Nostalgie habe ich ein paar alte Sachen wieder hervorgekramt. Dabei habe ich mir auch Irvins letzte Nachrichten an mich angehört. Wollte nur seiner Stimme lauschen. Oh, jetzt will er mir darüber erzählen. Es war unwirklich. Die meisten drehen sich um Alltägliches. Aufregende Neuigkeiten zur Biodiversität und zum Pflanzenleben. Okay. Aber eines fiel mir auf. In einer Nachricht erwähnt er diesen Job, den er kurz vor seinem Tod in einer Mine annahm. Er meinte, dort ginge etwas Schreckliches vor sich. Der Rest der Nachricht war zerhackt. Hm.
aber die hier war es schon. Ich kenne das Muster noch aus dem Krieg. Ein Teil der Nachricht war verschlüsselt. Jedenfalls hat Vasco es entschlüsselt. Und es stellte sich heraus, dass Irwin einen Hilferuf an mich gesendet hat. Die Nachricht war nur kurz, aber er klang gequält. Und aufgebracht. Wahrscheinlich ist es längst zu spät. Aber der Klang seiner Stimme. Ich muss dem nachgehen. Irwin wurde also irgendwas in die Schuhe geschoben. Er meinte, sie würden es wieder tun. Er bat die Constellation um Hilfe. Seine alten Arbeitgeber, kurz vor seinem Tod. Aha. Das war wohl eine Mining-Firma. Weiß nicht, aber er erwähnte einen Gerichtsfall. Also ist es dokumentiert. Richtig, aber mir lässt das keine Ruhe. Und Unrecht vergeht nicht. Oder? Also dachte ich, ich könnte von hier aus der Ferne ermitteln. Vielleicht finde ich etwas heraus. Die Sache muss doch dokumentiert sein. Ich habe da jemand Vertrauenswürdigen, der sich mit dem Gesetz auskennt und mir was schuldet. Ich muss im Voraus zahlen, für anfallende Gebühren oder Schmiergelder. Das passt. Ich sag meinem Kontakt, dass die Ermittlung weitergeht. Weißt du, auch wenn er schon tot ist, hat der Klang seiner Stimme meinen Beschützerinstinkt geweckt. Ergibt das Sinn? Ich bin dir wirklich dankbar. Heute werde ich kaum Schlaf finden. Aber vielleicht reicht schon mein Entschluss, ihm zu helfen. Hoffentlich erregt das Herumstochern nicht die Aufmerksamkeit von Hephaestus. Wie dem auch sei, ich gebe Bescheid, wenn mein Kontakt sich meldet. Ja, 2,5 droppe ich den Leuten der Constellation gerne. Also selbst wenn die mich nach 10.000 fragen würden. Ich liebe meine Arbeit, aber wenn ich ehrlich bin, ist der beste Teil, dass wir uns bei den Resten vom Buffet. Bei dem Resten vom Buffet, ja, moin. Dies ist eins von Tridents Vorzeigeschiffen. Eine wahre Schönheit, nicht wahr? Also man darf nicht rumballern. Captain Rokoff ist einer der lässigsten Kommandanten, unter denen ich je gedient habe. Er verhält sich fast gar nicht wie ein Captain. Also stehlen ist egal. Egal, aber. Hören Sie genau hin. Hören Sie den Antrieb? Nein. Darf ich eh nichts mitnehmen? Es muss Trident ein Vermögen gekostet haben, so gut wie jedes interne System mit dreifacher Redundanz zu bauen. Dreifache Redundanz? Ja, moin. So, wie sieht dieser Sternsaal aus? Der sieht ja komplett scheiße aus. Oh, diese Skulptur hätte ich gerne. Ah. Oh, so geiles Food. Aufgrund eines bedauerlichen Unfalls können wir auf unbestimmte Zeit keine Weltraumspaziergänge anbieten. Oh, schade. So, und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.